Mesut Özil, zunächst einmal Glückwunsch. 10 Siege in 10 Qualifikationsspielen. Die Pflichtaufgabe EM-Qualifikation war schon längst geschafft. Heute noch mal so eine kleine Kür gewesen. Ja, wir wollten unbedingt das letzte Spiel noch gewinnen. Das ist uns gut gelungen. Lob nochmal an die Mannschaft. Wir haben alles gegeben. Am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber nach 1-0 kamen wir wieder ins Spiel, haben gezeigt, was wir können und verdient gewonnen. Sie haben in den letzten 3 Länderspielen 4 Tore gemacht. Haben Sie so auch so ein bisschen an der Effizienz und Effektivität dazugelernt bei Mourinho, bei Real Madrid? Ich mache ja noch selber natürlich bei den Abschlüssen in Madrid für mein Selbstbewusstsein vorm Tor. Bin natürlich glücklich, dass ich das 1-0 gemacht habe. Ja, bin einfach sehr glücklich darüber. Die Türkei führt kurz vor Schluss. Inwiefern für Sie heute so ein doppelter Erfolgstag, wenn es denn klappen sollte mit der Qualifikation für die Relegation? Auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich für die. Ich habe ja viele Freunde, die für Türkei spielen. Ich habe viele Freunde auch hier in Deutschland, die für Türkei die Daumen drücken. Hoffe natürlich, dass sie das Spiel gewinnen und sich auch für die EM qualifizieren. Dankeschön. Bitteschön. Toni Kroos, zunächst einmal Glückwunsch. Ein souveräner Sieg nochmal zum Abschluss der EM-Qualifikation. Kann man überhaupt so ein bisschen Kritikpunkte heute anbringen oder sagt man sich ganz einfach, dass man beim letzten Spiel, also im 10. Qualifikationsspiel, nochmal so dominant auftritt, dass das aller Ehren wert ist? Ja klar, ist aller Ehren wert, wenn man vor allem dann die Bilanz sieht, wenn man alle 10 Spiele gewonnen hat. Ich glaube, Kritikpunkte gibt es immer. Ich glaube, dass wir schwer ins Spiel gekommen sind, die ersten 20 Minuten, und schwer getan haben. Das war natürlich ein katastrophaler Platz hier, was ein bisschen schade ist, wenn wir schon daheim spielen. Aber gut, da mussten wir durch, haben wir ein bisschen gebraucht. Aber als wir dann im Spiel waren, denke ich, haben wir vernünftig gespielt und die Tore gemacht und verdient gewonnen. Wird in diesen Tagen viel über Konkurrenzkampf gesprochen, auch mit Blick auf die Europameisterschaft. Mit Ihnen wird immer verbunden der Name Khedira. Ist das so ein richtiges Duell auf der Sechserposition? Das weiß ich nicht. Meine Position ist ja nicht genau definiert, wie der Trainer ja gesagt hat. Also nein, ich glaube, dass ich in letzter Zeit einfach bei der Nationalmannschaft immer gute Leistung gebracht habe. Und ich denke, das hat der Bundestrainer registriert und er weiß, dass er mich bringen kann. Dankeschön. Ja, Thomas Müller, Sie haben vor dem Spiel gesagt, wir werden auf gar keinen Fall Larifari spielen. Man muss ja aber eigentlich nach den letzten Spielen eher fragen, kann die Nationalelf noch was anderes als Spektakelfußball? Ja, hat heute wieder gut funktioniert. Sind schwer ins Spiel gekommen, aber dann eben die Aktionen, die wir dann hatten, die haben gleich zielstrebig gewirkt und waren gleich gefährlich. Vor der Ecke vom 1-0 kann der Mario auch schon ein Tor machen. Also wir waren gefährlich nach vorne in allen Aktionen und das war der Schlüssel, denke ich. Belgien hat am Anfang schon sehen lassen, dass sie schon wollen und dass sie Gas geben. Da hatten wir ein bisschen Probleme. Wieder eine neue formierte Mannschaft, aber wie man sieht, macht das bei uns im Moment nichts aus und das ist einfach eine schöne Sache. Jetzt haben Sie es also tatsächlich geschafft. 10 Siege in 10 Spielen. Was spricht denn Stand heute noch dagegen, dass nach der Rekordqualifikation auch eine Rekord-EM kommt? Ja gut, ich glaube, die Holländer und die Spanier haben auch alle ihre Spiele gewonnen oder hatten zumindest die Chance vor dem Spiel. Also dann müsste es ja 3 Europameister geben. Also wir müssen schon noch erstmal die EM spielen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Aber ja, wir sind gut gerüstet, wir freuen uns. Vielen Dank, alles Gute. André Schürrle, zunächst einmal Glückwunsch. Das war im Prinzip ein EM-Bewerbungsspiel für Sie persönlich. Dann haben Sie heute Ihr erstes Pflichtspiel von Anfang an gemacht. Wie lautet denn Ihr Fazit? Ich glaube, die Mannschaft hat das sehr konzentriert angegangen. Ich glaube, die Belgier haben eine sehr gute Mannschaft, haben auch gleich am Anfang sehr viel Druck gemacht. Aber ja, wir haben so viel Qualität in der Mannschaft und das hat man heute wieder gesehen. Wir können aus dem Nix Tore machen und ja, hatten noch riesen Chance. Ich glaube, mit 3 Toren können die Belgier auch noch gut bedient sein. Stichwort Tore. Sie haben jetzt 5 Tore gemacht in 10 Länderspielen. Inwieweit kann man da von einem Punktsieg gegenüber Lukas Podolski sprechen? Das ist immer diese Frage, Poldi oder ich. Oder ist, ja. Aber wer solche Tore macht, da kann man schon mal nachfragen, weil das war ja besonders schön, ein Tor der gehobenen Sorte. Ja klar, ich will mich natürlich anbieten dem Trainer, wenn ich die Chance bekomme. Und ja, heute denke ich, habe ich es ja ganz gut genutzt und hoffe natürlich, dass ich auch weiter von Beginn an spielen darf. Das ist ganz klar das Ziel jeden von uns hier im Kader und so ist auch meins. Von daher schauen wir mal. Am Ende muss sowieso der Trainer entscheiden. Der Trainer entscheidet dann nächstes Jahr im Mai. So 8 Monate sind es noch. Haben Sie so ein gutes Gefühl, dass Sie so EM-Kandidat ein sicherer sind? Ja, was heißt sicherer EM-Kandidat? Es kann noch so viel passieren. Es sind noch so viele Spiele, so viele Monate, wie Sie gesagt haben. Und von daher fühle ich mich als vollwertiges Mitglied in der Mannschaft, fühle mich sehr wohl hier. Und
ja, versuche einfach meine Leistung zu bringen und dann klappt das schon. Dazu alles Gute. Dankeschön. Danke auch. Ja, Manuel Neuer, lange sah es nach einem perfekten Abend auch für Sie aus. Was ist denn größer jetzt, die Freude über die drei Tore vorne oder der Ärger über dieses späte Gegentor? Ja, die Freude über die drei Punkte erstmal und natürlich auch über die Tore, aber man ärgert sich trotzdem über das Gegentor. Warum kann Deutschland nicht mehr zu Null spielen? Bei den Bayern klappt es ja wunderbar. Ja, da klappt es auf jeden Fall. Ich denke, wir können es auch. Es war ein Konzentrationsfehler. Es hätte auch nicht zu der Ecke kommen dürfen normalerweise, aber... Ich denke, der Spieler von Belgien war auch sehr groß, kommt gut an den Ball. Wir können ihn nicht blocken vorne und er war für mich auch zu weit vorne gewesen. Und er geht genau über den Kopf von Marco Reus rüber. Es war schwer zu verteidigen. Dennoch, eine Rekordqualifikation ist perfekt gemacht worden. Würden Sie sagen, dass die Abwehr, der Defensivverbund noch die letzte Baustelle ist, die übrig geblieben ist, um die zu bearbeiten in den nächsten 248 Tagen, bis dann losgeht bei der EM? Nee, auf gar keinen Fall. Die Defensive hat auch sehr gut gearbeitet. Man muss ja sehen, dass wir auch früh angreifen. Wir verteidigen schon vorne und wir setzen den Gegner auch oft in der gegnerischen Hälfte schon unter Druck. Und da müssen die Verteidiger auch hoch stehen und da bekommen wir Schwierigkeiten. Und bei der Weltmeisterschaft haben wir schon gesehen, dass wir wenig Gegentore auch bekommen haben. Und eine große Baustelle gibt es auf gar keinen Fall. Vielen Dank, Manuel Neuer. Philipp Lahm, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Rekord. Sie waren heute der älteste Spieler aus deutscher Sicht auf dem Platz. Was sagt denn der Herbergsvater zu diesem Rekord? Ja, sensationell, wenn man die Geschichte anschaut und jetzt die Mannschaft es geschafft hat. 10 Spiele, 10 Siege, ist beeindruckend. Wir haben uns heute am Anfang schwer getan, aber es zeigt die Qualität der Mannschaft, dass wir uns dann eben auch noch Riesentorchancen erarbeiten können, dass wir, ich glaube, in der ersten Halbzeit 4 Riesenchancen haben, wo wir allein vom Torwart stehen. Und das ist die Qualität auch der Mannschaft. Weil offensiv alles so gut läuft, müssen wir ja das Haar in der Suppe suchen und finden das Gegentor. Sie haben ein Alibi, Sie waren nicht mehr auf dem Platz, aber trotzdem, warum kann Deutschland nicht mehr zu Null spielen? Ja, irgendwas müssen wir ja noch verbessern und da haben wir einen Ansatzpunkt, dass wir wieder schauen müssen, dass wir eben über 90 Minuten konzentriert spielen. Ich glaube, dass Belgien davor, glaube ich, keine riesen Torschuss hat, dass sie am Anfang in der ersten Viertelstunde 20 Minuten überlegen waren, aber keine gute Torschuss hatten und ich glaube, es war eine Ecke dann, die zum Tor geführt hat. Das kann auch passieren, vor allem, wenn es 3-0 steht. 248 Tage sind es noch bis zur Europameisterschaft. Was gibt es noch zu verbessern? Man kann sich immer überall verbessern. Auch unser Spiel heute, vor allem in den ersten 20 Minuten, als Belgien rausgekommen ist, sehr, sehr viel Druck gemacht hat, auf Teufel komm raus, alles probiert hat. Dann muss man ruhiger bleiben, dann muss man sich auch mehr bewegen, die freien Leute auch finden. Und das hat uns heute auch gefehlt. Und defensiv können wir alle noch besser zusammenarbeiten. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Aber insgesamt mit 10 Spielen, 10 Siegen kann man sehr zufrieden sein. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Philipp Lahm. Bitte schön.